Gesunde Menschen können ohne Probleme nackig rumlaufen, egal wie warm oder kalt es auch ist. Sie brauchen keine Pflegeprodukte wie zum Beispiel verschiedene Arten von Cremes wie eine Handcreme oder auch eine Sonnencreme gegenüber dem Sonnenbrand, weil sie in der Regel gar keinen Sonnenbrand mehr bekommen. Dann müssen sie sich auch nicht unbedingt die Zähne putzen, um weiße Zähne zu haben, können auch sehr lange fasten und bleiben auch jung. Nun, meine Frage an dich, bist du wirklich ein gesunder Mensch, der von außen nichts an seinem Körper ran? Unsere Gesellschaft ist eine, der sehr viel gelogen, betrogen bzw. auch vertuscht wird. Und da muss man jetzt nicht unbedingt mit den Leuten reden, sich mit denen austauschen und überprüfen, ob sie die Wahrheit gesagt haben oder nicht. Sondern das sieht man eigentlich auch schon an ihrem Äußerlichen, indem sie halt bestimmte Körperfunktionen bzw. Ausdünstungen ausscheiden, die normalerweise ein Anzeichen dafür sind, dass es mit dem Körper etwas nicht stimmt, dass er irgendwelche Entgiftungen hat oder Ausscheidungen. Da zum Beispiel kann man in der Iris bzw. mit den Augen erkennen, mit der Iris-Diagnose, wie der Körper beschaffen ist, wo er am meisten belastet oder vergiftet ist, welche Organe halt belastet sind und das gleiche auch mit den Fußsohlen. Zum Beispiel kann man das da auch ziemlich gut ablesen, so nebenbei. Aber solche Ausdünstungen sind zum Beispiel trockene Haut, ist einfach nur trockener Schleim. Sonnenbrand gehört auch zu solchen Sachen, wo halt die Sonne auf die Haut drauf scheint und dann die Haut anfängt zu entgiften, die dann auf die Hautoberfläche raufkommen und durch die Wärme und die Sonnenstrahlen werden halt dann diese Gifte nochmal umgewandelt und werden nochmal aggressiver. Das heißt, Sonnenbrand ist auch einfach nur ein Zeichen von einer ziemlich starken Vergiftung. Und der Körper möchte sie sozusagen loswerden. Dann auch weitere Sachen ist zum Beispiel starker und überriechender Schweißgeruch zum Beispiel, Glatze, Haarausfall. Also solche Sachen gehören da zum Beispiel mit dazu. Dann fangen wir an mit gewissen Hilfsmitteln, wie zum Beispiel Hautpflegeprodukte, die Haut geschmeidiger machen mit irgendwelchen Handcremes, Pickel vertuschen, was ja auch letztlich nichts anderes als eine Schleim- und Entgiftung ist, dieser Eiter, der da rauskommt. Dann zum Beispiel auch Zähneputzen gehört normalerweise auch dazu. Normalerweise müssten wir das gar nicht, wenn wir ziemlich basisch essen. Dann bilden sich zum Beispiel diese gelben Zähne nicht oder auch Zahnlücken, wo wir dann irgendeinen Ersatz mit dran machen. Das, was ich zum Beispiel auch habe, ist eine Brille, ist auch sozusagen eine Hilfe oder eine Unterstützung. Das wird ja auch jetzt, wo ich die Brille am Anfang bekommen habe, war es so, dass es eigentlich recht ungern gesehen worden ist, war ziemlich unattraktiv oder unanziehend. Und das hat sich jetzt ziemlich geändert, weil jetzt sehr viele eine Brille tragen und die meiste der Gesellschaft und sowas trägt, dann ja, etabliert sich das sozusagen. Und eigentlich ist es auch nur eine Sehschwäche, die halt auch durch einen degenerierten Körper hervorgerufen werden. Auch Hörgeräte, Deos zählen auch mit dazu. Bei Frauen zum Beispiel Make-ups, wenn man sich zum Beispiel da irgendwas ins Gesicht klatscht, ist auch wieder in dem Bezug, dass man halt etwas anziehender sein möchte für den Mann zum Beispiel, um sich auch mit der Konkurrenz durchzusetzen. Es geht dann in die Richtung mit dem Sexualtrieb bzw. mit der Konkurrenz. Und da gibt es auch wieder einige Frauen, die meinen, ich mache das so für mich zum Spaß. Und da könnte man jetzt, kann ich dann auch fragen, macht ihr das auch, wenn ihr nicht aus dem Haus geht, sondern wirklich nur für euch zu Hause auch in High Heels rumlaufen? Das hat alles so psychologische Dynamiken dahinter, die man natürlich auch machen kann, möchte ich jetzt nicht verurteilen, um einfach halt den attraktiver gegenüber das andere Geschlecht auch zu sein. Und da gehört auch zum Beispiel, wenn man Haarausfall hat, dass da der Mann sich zum Beispiel eine Perücke aufsetzt oder irgendwelche Haarwuchsbeschleuniger da mit rein misst. Also die ganzen Haarpflegeprodukte, Shampoo gehört da auch da mit dazu, dass man seine Haare irgendwie pflegt, weil sie sonst fettig sind, ist auch wieder eine Entgiftungserscheinung. Frauen in ihrem späteren Alter tun sich dann noch Extensions zum Beispiel mit ranmachen oder in ihren 30er, 40er noch ihr Hintern machen lassen, die Brüste machen lassen, die Lippen machen lassen, die Nase machen lassen. Also solche Sachen gehören da alle mit dazu. Solche Schönheitssachen, die auch mit unter anderem vertuschen möchten, dass man halt seinen Tempel, seinen Körper nicht optimal behandelt bzw. eine unnatürliche Lebensweise führt. Aus dieser unnatürlichen Lebensweise
kommen dann diese Degenerationserscheinungen im Äußerlichen und natürlich dann auch gewisse Krankheiten bzw. auch Reinigungsvorgang des Körpers, möchte einfach entgiften und Gifte ausscheiden bzw. auch Schleim. Und da ist auch wieder das Problem, dass halt viele das nicht verstehen, was Krankheit eigentlich im Grunde ist. Ist halt ein Lösungs- bzw. Reinigungsprogramm des Körpers. Und viele unterbinden das natürlich dann auch wieder mit irgendwelchen Pillen, Medikamenten, damit es auch wieder schnell vertuscht und wieder wegkommt. Ein Husten einfach unterdrücken oder einfach irgendwie besser schlafen und nicht an die Ursache des eigentlichen Problems rangehen. Und diese unnatürliche Lebensweise besteht zum Beispiel darin, dass wir bei uns in der Gesellschaft allgemein viel zu wenig sportliche Aktivitäten halt auch nachgehen, Kraftsport, Kampfkunst, Krafttraining, Dehnübungen, also sich bewegen und nicht die ganze Zeit vorm Computer rumhocken, wie es viele halt machen. Dann auch mit dem zu vielen Essen und auch mit der Kochkost, dass halt die Leute auch zu viel mischen miteinander, dass wir dann verkochen, dann Drei-Gänge-Menü machen, das Obst noch zum Schluss machen, also wirklich eine reinste Katastrophe. Und das bildet dann natürlich alles übersäuert, bildet Schleim. Und dann zählt dann auch noch der ganze Stress mit dazu, den man auch in diesem Sklavenleben, sage ich mal, da uns macht. Eine Arbeitsstelle, unnötig Stress, immer negative Sachen werden einem eingeredet, man hat wenig positive Sachen. Wenn man positive Sachen hat, dann wird es auch wieder schlecht geredet. Und viele kennen sich auch natürlich nicht mit Psychologie aus. Dann kommt nochmal ein zusätzliches Drama. Ist auch wieder so eine unnötige, ja, sag ich mal, unnatürliche Lebensweise, die natürlich auch da mit reinspielt. Und des Weiteren, was ich auch ziemlich unnatürlich finde, ist ja dieser psychologische Faktor mit dieser Äußerlichkeit auf, von dieser Äußerlichkeit auf bestimmte Sachen assoziieren. Zum Beispiel, was bei mir auch früher in der Schule so, was ich aber auch jetzt immer noch beobachten kann, ist, wenn jetzt zum Beispiel jemand gut aussieht, gut gebaut ist, groß ist, dass man dann ihn als schön betrachtet, beziehungsweise sie schön betrachtet und man bei vielen Sachen dann gewisse Merkmale diese zuspricht, zum Beispiel eine gewisse Art von Intelligenz oder auch eine gewisse Art von Stärke oder emotionale Stabilität und sowas kann natürlich auch in gewisser Weise auch berechtigt sein, muss es aber auch nicht. Und da sehe ich es halt auch bei vielen, die halt jetzt die Menschen nicht so anziehend finden, die vielleicht in ihren Augen hässlich sind, dass sie halt dann meistens die Leute irgendwie als dumm, abstoßend oder sonst irgendwas assoziieren und die ja dann auch ziemlich harsch angehen, beziehungsweise auch zum Teil auch mit diskriminieren, wo ich da auch selbst Erfahrungen in den letzten 5 Jahren durch meine schleimfreie Heilkost erleben durfte. Weil ich auch sehr viel Kraftsport und Kampfkunst mache, ist es auch sehr interessant dann zu sehen, dass besonders im Bodybuilding-Bereich ja dicke Muskeln also ein Symbol von Stärke ist. Und da habe ich mir auch schon in den letzten Jahren Erfahrungen gemacht, dass es halt auch nicht so ist, dass halt sehr viele Muskeln einfach nur aufgeplustert sind mit Gifte, mit Schleime, weil halt eben viele Bodybuilder ja sehr viele Kalorien zu sich nehmen. Über 2000 Kilokalorien, 3000, 4000, 5000, geht ja bis ganz nach oben. Und das ist für mich mehr oder weniger eine Art Vollstoffung. So viel brauchen wir auch nicht. Auch für den Muskelaufbau brauchen wir so viel nicht. Da sind die Hormone entscheidender und auch das Training an sich. Und auch die gewisse Weise auch an Erfolgserlebnisse im Leben gehört auch mit dazu, um den Testosteronspiegel zum Beispiel mit zu erhöhen. Aber da auch wieder, ich kenne so viele, wenn man sich Kampfsportvideos anschaut, zum Beispiel auch von Bruce Lee, wie der fit war, muskulös war, der war auch nicht so aufgeplustert, dass halt auch dünne Menschen im Grunde genommen meistens auch viel effektiver oder auch stärker sind als aufgeplusterte Muskelberge zum Beispiel. Und das kann man sich da auch mal ein bisschen in so ins Bewusstsein führen, dass ich halt zum Beispiel für mich meine, dass halt es nicht unbedingt so ist, wenn jemand sehr viele Muskeln hat, sehr aufgeblutet durch das Bodybuilding, dass das gleich mit Stärke in Verbindung gebracht wird oder dass der unbedingt stark ist und der jeden fertig machen kann. Wie gesagt, ich kenne, weil ich auch selber viel Kampfkunst mache, gibt es sehr viele Leute, die schauen überhaupt nicht muskulös aus. Manche sind ein bisschen molliger, dicker. Und
wenn man halt gegen die antritt, dann machen sie halt mit ihrer Kampfkunst dann doch ziemlich viel unangenehme Sachen, sag ich mal. Das waren jetzt so meine Gedanken bezüglich der Äußerlichkeiten in der Gesellschaft und was da eigentlich für Dynamiken und dahinter stecken im Allgemeinen und was eigentlich vertuscht wird dadurch, beziehungsweise eine Lüge ist, was halt sehr viele zum Beispiel auch unbewusst machen. Da auch wieder an dem Punkt, Klamotten zum Beispiel oder Kleidung zu tragen, ist auch eine unnatürliche Lebensweise und das ist für mich auch ein Anzeichen, wenn sich jemand vollpacken muss mit Kleidung oder so, dass halt der eine ziemlich starke Entgiftung hat, dass der Körper gerade in der Reinigung ist oder dass der Körper einfach vergiftet ist und den Blutkreislauf nicht optimal fördern kann, beziehungsweise den Körper warm halten kann. Und eigentlich, was ich halt auch bei mir selber bemerkt habe, ist, je weiter man mit der Reinigung ist, je mehr man mit der Rohkost zum Beispiel arbeitet, desto wärmer wird einem sowohl im Winter und desto kühler wird man auch im Sommer, beziehungsweise diese Resilienzen aufgebaut, diese Resistenzen. Und wie gesagt, also wenn ihr einen gesunden Menschen mal trifft, der wird dann wahrscheinlich nackig zu euch kommen, weil das sind wirklich die wahren gesunden Menschen, die dann einfach, ja, wenn sie den Körper ziemlich gut gereinigt haben, da überhaupt gar keine Probleme haben mit Kälte oder Wärme. Aber so viel dazu. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Gerne könnt ihr den Kanal kostenlos abonnieren, wenn ihr dabei noch auf die Glocke drückt. Dann werdet ihr immer wieder benachrichtigt, wenn ich ein neues Video hochlade. Ich habe bei mir auf dem Kanal sehr viele Leute, die ja, meine Videos schauen, aber nicht abonniert haben. Wie gesagt, das sind nur 2 Klicks, sind kostenlos und können sie auch jederzeit kündigen. Hilft mir einfach, zum Beispiel auch für den YouTube-Algorithmus, dass da die Videos weiter empfohlen werden, was auch dem YouTube-Algorithmus hilft und auch mir, wenn ihr zum Beispiel was in die Kommentare schreibt oder auch dem Video, wie gesagt, einen Daumen nach oben gibt. Gerne auch Familie, Freunden, Bekannten, die ja auch Interesse an solche Videos haben könnten, beziehungsweise auch an Content von meinem Kanal, gerne auch weiter teilen. Ist auch sehr gerne erwünscht, ist auch erlaubt, dass ihr das machen könnt. Und sonst gerne auch weitere Unterstützungsmöglichkeiten für mich und mein Projekt, Coachings bezüglich der schleimfreien Heilkost, der Permakultur, Kurse, alles unten in der Videobeschreibung, wenn ihr wirklich noch mein Projekt unterstützen möchtet, weil ich da sehr viel auch Arbeit hier reinstecke, in das Video schneiden, in Video drehen, eure Fragen beantworten und so, freue mich auch gerne für direkte Unterstützungsmöglichkeiten, PayPal, Bankkonto, werde ich euch alles einblenden. Freut mich sehr, wenn ihr da auch einfach weiterhin das Projekt unterstützt und ich weiterhin für euch Videos machen kann und ich auch davon leben kann. In diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt und wir sehen uns in der nächsten Episode hier im Peace-Projekt. Bis dahin,